So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma BTM Turbo. Ja, lang ersehntes Warten hat endlich ein Ende. Unser neuer RS6. Wir haben ihn jetzt schon ein bisschen länger, aber noch nicht so wirklich vorgestellt, weil wir ein paar Sachen hier auch wieder gemacht haben. Erstmal nur Abgasanlage. Für die Leute, wo nur den Sound erstmal hören möchten, bevor wir mal gleich volles Programm an den Fahrzeuge machen. Hämmer dacht, komm, wir nehmen den jetzt mal her, ist ja eh der Ersatz, der, wo uns vielleicht ein bisschen länger kennt, der goldene RS6, der, wo damals so Satin-mäßig Gold foliert war, das hier ist jetzt der Ersatz. Wir haben da sehr lange drauf gewartet jetzt auf das Fahrzeug, ist auch sehr exklusiv im Innenraum, aber da gehen wir später drauf ein. Jetzt erstmal zum wichtigen Teil, Abgasanlage, nur Abgasanlage und bisschen tiefer gelegt. Und natürlich andere Felgen auch drauf. Und ja, das ist das Gesamtergebnis. Ihr hättet gesagt, machen wir gleich mal einen Soundcheck, dass wir das auch gleich drauf haben. Hier jetzt unsere ovale Endrohre, Carbon mit Außenschale und innen drin ist schwarz und außen silber. Das wollten wir jetzt mal zum Testen so zeigen. Die gibt es auch in komplett schwarz. Aber hier hat man jetzt natürlich ein bisschen Akzent, dass natürlich noch ein bisschen auffällt, dass eine größere Abgasanlage drin ist oder größere Blenden verbaut sind. Also ich finde es hier sehr stimmig. Und ja, ihr habt gesagt, es reicht jetzt hier im Stand. Wir müssen auf die Strecke. Hilft nicht. Das Wetter ja heute so schön ist, habe ich gedacht, wir nehmen jetzt mal Sonnenbrille und ein neues Mikrofon, weil der Ton ja anscheinend immer so schlecht sein sollte. Spaß beiseite. Ja, das ist jetzt unser neuer RS6, tatsächlich mein Bruder seiner, Ersatz zum Goldenen. Wir machen jetzt hier natürlich auch weiter. Es bleibt nicht nur bei der Abgasanlage, hier kommt natürlich auch was Größeres rein. Erstmal ein bisschen auch zum Zeigen, weil wir haben ja der RS7 auch da mit der großen Leistung. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen mehr erstmal machen. So als Step zum Vergleichen ist für uns immer ein bisschen besser, gerade auch für euch. Schrägstrich, naja, dann auch die Kunden, wo wir einfach dann auch besser zeigen können, was wir so haben, anbieten von bis. Ja, jetzt, ich habe ja gesagt, das Fahrzeug ist sehr individuell. Also deswegen hat es geheißen, durften wir so lange warten. Durften, ja. Innenraum ist natürlich auch sehr gewagt. Wir haben ihn noch, er war noch krasser, aber wir haben ein bisschen abgeändert, dass er noch ein bisschen dezenter jetzt dann wieder wurde zum Schluss. Ehe gesagt, guck mal einfach mal rein. Schwarzes Leder, blaue Naht und dann haben wir hier eine beige Umrandung dazu. Ich fand es irgendwie geil. Ich habe das in Ding gesehen. In Neckarsulm, genau, da hat die das so ein bisschen als
Ja, Muster mal. Wir haben das noch ein bisschen verfeinert. Und weil ich fand es cool, wenn man vor dem Fahrzeug steht und guckt dann durch die Frontscheibe durch und dann sieht es so aus wie so Schalensitze mit der weißen Umrandung, so als normaler Absetzer. Das fanden wir dann recht cool und das Ergebnis ist auch echt mega gut geworden. Also es mag nicht jeder, aber viele oder ich sag mal so 98% der Leute fanden es relativ gut oder sehr gut sogar. Ja, und dann mit der Außenfarbe, das matcht natürlich schon brutal. Am Anfang waren wir nur an der Felgen auch noch dran, welche Farbe, aber das Silber knallt hier schon ganz gut auch rein. Ja, hinten geht es natürlich weiter. Da haben wir natürlich nächtelang und ich weiß nicht, wie lange mein Bruder da rumtan hat mit dem Innenraum hin und her und nochmal so und Außenfarbe und meinst, das passt und ja. Und ja, das machen wir jetzt so und jetzt lassen wir es aber endgültig. Okay, und jetzt, das ist jetzt hier das Ergebnis. Ich finde es geil. Was soll man da noch sagen? Muss man auch behandeln wie ein rohes Ei. Also, es ist eh schon Ausnahme, dass ich und unser Kameramann da überhaupt reinsitzen durften. Ja, hier, das ist ja auch neu, das ist auch ganz cool. Wissen die wenigsten, dass hier so eine coole Matte reingibt in die Fahrzeuge, auch mit passend der Naht zum Rest vom Auto. Ja, ich hätte gesagt, das wäre es jetzt soweit für unser neuer RS6. Haben wir jetzt schon eine Zeit lang, aber Video ist jetzt erst da. Lieber irgendwann wie gar nicht, gell? Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht anzuschauen. Sound haben wir, denke ich, gut rübergekriegt. Und lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, ganz wichtig. Und ja, sonst wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao.